Und da sind wir dann auch schon wieder bei Diablo 3 Boss Holz. Hardcore, ne? Aber es jetzt, es läuft wie flüssig Wasser hier. Es ist sehr, sehr nice, muss man sagen. Flüssig Wasser, okay, gibt auch festes Wasser, ne? Eis. Muss man sich eingestehen, wenn man es ganz genau nimmt. Es gibt auch festes. Übrigens Eis, ne? Mal so ein bisschen, ne? Ich bin voll, ich kann voll die gute Überleitung machen, merke ich gerade mal so. Ich war letztens in Winterswick, da gibt es einen richtig geilen Mongolen. Damit meine ich nicht einen Menschen, der Mongol ist, sondern ein Restaurant, das ist also ein mongolisches Restaurant. Da gibt es einen richtig geilen Mongolen. Oder eine Mongolitin. Nee, da gibt es ein mongolisches Restaurant. Kann ich empfehlen. In Winterswick, wie gesagt, wenn ihr mal in der Nähe seid, fahrt dahin, ist richtig geil. All-You-Can-Eat-Buffet mit Sushi und so eine Scheiße, ne, was halt dazugehört. Und mal ohne Witz, da habe ich jetzt das erste Mal holländisches Eis gegessen, ne? Und ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber man muss echt sagen, das Eis da schmeckt schrecklich. Also richtig schlecht. Nicht schlecht im Sinne von, es schmeckt, ne, es wird eine übel, sondern es schmeckt echt nur nach... Ich kann es nicht mal beschreiben. Es ist total cremig, das Wasser. Also nicht Wassereis, sondern halt, ne, so B oder normales Eis. Zitroneneis halt, wie du es kennst, ne? Von Langnese oder so. Aber das ist da echt so geschmacklos. Das ist so geschmacklos, die Sache. Das ist echt, also, ne, wenn du so deutsches Zitroneneis zum Beispiel probierst, da zieht sie so ein bisschen die, ja, die Geschmacksknospen im Mund zusammen. Aber ey, bei dem holländischen Eis, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das nur da war oder ob das komplett in Holland so ist, ich weiß es nicht. Aber das geht gar nicht. Was hatte ich noch? Mango hat auch total, hast du nicht rausgeschmeckt. Und, was hatte ich noch? Noch irgendeine komische Sorte, wo du denkst, jo, okay, das kann nur schmecken, aber, boah, es schmeckt echt so, ne. Kannst du keinen antun. Kannst du echt keinen antun. Nur mal so als am Rande, ne? Kauft euch niemals Eis in Holland. So, bam. Jetzt Holland bankrupt geht. Was? Ich sag das mal drei miteinander. Brichst die Zunge dabei. Dann wisst ihr warum. Das Eis schmeckt aber nicht. Oh, hier haben wir noch ein Schildschrein. Das nehmen wir natürlich mit. Das Schrein. Das ist ja zum Schreien. Bam, bam, bam. Oh, da liegt jede Menge Gold. Nice. Wo ist eigentlich mein Diablo hin? Ach da, okay, er sammelt schon. Er ist on the way. So muss das sein. Haben wir irgendwas für unseren Kompan hier? Nee, leider nicht. Da liegt noch ein bisschen Gold. Diablo, kümmere dich mal bitte. Gut, er hat alles eingesammelt. Dann ziehen wir schon mal weiter. Übrigens haben wir uns nichts anderes gekauft in Holland. Bevor jetzt wieder irgendwelche Gerüchte in die Welt gesetzt werden. Wir wollen dort nur essen. Damit das klar ist. So, nächste Ebene. Kannst dich zu uns porten. Big. Also Level 22. Kann mal kurz meine Skills durchgucken hier. Wo wir irgendwas Schönes haben. Wütender Ansturm. Kampfrausch ist natürlich auch sehr geil. Nehmen wir einfach mit rein. Kostet zwar ein, aber ist ein netter Buff. Sensenschwung lassen wir. Schlag lassen wir. Zerre und Schmettern lassen wir. Stählernau lassen wir. Hier noch irgendwas? Nee, okay. Lassen wir alles. Aber wir können jetzt einen Buff reinnehmen. Das ist natürlich schon mal eine coole Sache. Erhöht unseren Schaden ein bisschen. Und wir sehen insgesamt etwas schicker aus. So, Mats, nehmen Sie mit. Zuerst mal die Umgebung saven für Zane, für Big, Entschuldigung. Dass der auch Big Safe ist sozusagen. Der Big Safety Bacon. Big Safety Bacon? So. Ja, doch mal ein geiles geiler Mc's Burger Name. Der Big Safety Bacon. Was könnte der bestehen, ey? Ich hatte mal diesen Pete's Meat Burger, ne? Habe ich nie gegessen, ey. Damals hatte ich mit sowas noch gar nichts am Hut. Oh, ein Schwert. Und eine schöne Zweihand nochmal. Das ist natürlich nicht schlecht. Wo ist denn da? Da ist er. Okay, komm. Bam, 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 bam. In your face. Komm, gib ihm. Muss jetzt nur aufpassen, dass ich 4 spamme, ey. Das frisst sonst Wut ohne Ende. Wut, die du eigentlich total sparen kannst. So, komm, gib ihm! Ah, nice. Ein Finish-Move ohne Legendary, schade. Aber ich glaube, wir können schon wieder... Ne, können noch nichts. Okay, war noch zu teuer alles. Wir können noch nichts Neues gamblen. Ich muss auch kurz zur Stadt gucken, was wir davon gebrauchen können, was weg kann. Die Waffe schmeiße ich mal in die Stadt rein. Vielleicht kann die jemand gebrauchen. Ich glaube, die müssen wir selbst nehmen, weil die ist echt 50% mit Damage. Ist eine krasse Sache. Achso, wir müssen erst... warte mal. Ich schmeiß die mal kurz raus, dann ziehen wir die an. Dann können wir das nämlich... Die schenke ich unseren Kompagnon. Das kann alles weg.
So, warte mal. Doch, die kann ich, falls jemand braucht von euch, viel Spaß. Bei mir ist sie leider verschwendet. Und bevor ich jetzt verkrappe, gebe ich euch die. So, die kann weg. Jetzt gucken wir mal. Warte mal, Ring. Ist der gut? So. Und so. Tatsächlich, aber ne, ich will den Ring behalten. Der ist gut hier. Der ist gut, den behalten wir. Ansturm. Reduziert eure erlittenen Schaden 8 Sekunden. Um 53% aufstampfen haben wir. Ansturm ist natürlich auch noch nice. Könnte man nutzen. Da ist ein Wildholz, okay. Jetzt gucken wir hier nochmal. Level 17, eine schöne Zweihand hätte ich gerne. Zweihand, Level 21. Unseres 21. 19 ist unsere, so rum. Level 19, das lohnt sich nicht. Warten wir doch hier, 21. Komm, machen wir, machen wir. Kann ja nur besser werden, Mensch. Kann ja nur besser werden. Und yes, 24 nochmal drauf. Nice. Jetzt gehen wir zu der guten Myriam. Und probieren wir mal was ganz Schönes. Und zwar Stufe 2. Okay, jetzt besser. Was kann denn runter? Flächenschaden lassen wir drauf, oder? Komm, Flächenschaden runter. Und da hauen wir einen Sockel für drauf. Oder Lehmpro. Ne, ist ein sekundärer, bringt uns nichts. Feuerschaden lasse ich mal drauf, das lohnt sich schon. Nehmen wir Flächenschaden runter dafür. Und im Idealfall einen schönen Sockel. Boah, Alter. Doof? Die muss ich doch. Was mache ich denn für... Alter, guck dir, wie teuer das ist, ey. Oh. Shit. Alter, da gamble ich... Oh, ich Vollidiot. Komm. Mach. Ah, aber ein bisschen mehr Vitalität ist natürlich nicht schlecht, ey. Gibt uns einen guten Boost. Fuck, warum habe ich gerade die falsche ausgewählt? Das ist so typisch Kraxel, ne? Ohne Witz. Na, egal. Warum können wir die nicht verkrappen? Hat das Sinn? Nee, ne? Egal, wir lassen die jetzt drin. Wie sieht es steinchenmäßig aus? Da könnte ich was machen. Kostet aber eine Kleinigkeit. Ne? Ich sehe das schon. Gut. Den nehmen wir erstmal raus. Kostet 4000. Na sicher. Warum auch nicht? Warum auch nicht, ne? Ganz klar. Gut, dann packen wir Steine erstmal beiseite. Und wir müssen an Gold kommen. Wir müssen echt ein bisschen Gold farmen. Mittlerweile 420 Schaden, 8400 Zähigkeit. Also Zähigkeit bleibt derzeit sehr konstant, muss ich sagen. Und 411 Erholung. Okay. Craften kann ich bei ihr auch noch nichts. Na gut, okay. Und 0% Erfahrung. Auch sehr geil. Ah, jetzt habe ich Level Up, ne? Wenn jetzt kann ich eine 23er craften hier. Da. Fick dich doch. Aber es ist eine Einhand. Okay, nochmal Glück. Ah, nein! Nein! Na, fuck. Komm, ich mach's. Ich mach's. Wir haben nichts zu verlieren. Ah, komm, 17% nochmal rausgeholt. Läuft. Weg damit. Jetzt war auch wieder hier echt am Hungertuch, ne? Wo wir dran nagen. Ah, hier haben wir noch ein paar Pläne. Ich glaube, das war für Miriam. Ein paar schöne Transmogs. Die echt kacke aussehen, muss man sagen. So, ich würde gern transmutieren. Natürlich. Kostet einfach so. Ach, hier, 500. 25.000, ey. Als ob ich das auf dem Level irgendwie hätte, weißt du? Krönchen hier. Hätte ich gern 50.000. Na sicher. Na sicher. Hau einmal 50.000 dafür raus. Läuft. Wir haben's ja. Nicht. Der Transmog sieht geil aus von der Waffe, ey. Muss man sagen. Aber gut, wir sind jetzt bei 528 Damage. Das ist nicht schlecht. Damit kann man leben. So, dann... Metzeln wir einmal fröhlich weit. Ah, neuen Transmog, geil. Wo kam der denn her? Der sieht ja fett aus. Ach, das ist der. Ach, guck mal, das war aus den zwei Büchern, ne? Stimmt, da gibt es mehrere. Aber sieht geil aus, muss ich sagen. Ich habe die noch nie genutzt, ganz ehrlich. Ich habe die immer weggeschmissen bisher. Sollte ich vielleicht mal nutzen, ne? Da scheint ganz nett zu sein. Muss gucken, wie teuer die sind, wenn ich die ausrüsten will. So, Metzeln. Wie gesagt, wir müssen unbedingt Gold kriegen. Also irgendwie einen Goldgoblin ranholen oder so. Weil sonst kriegen wir echt Probleme hier. Das ist echt zu teuer. Meine Metz kriegen wir so oder so nach und nach. Daran sollte es dann nicht scheitern. So, erstmal buffen. 19.000 Sehigkeit. Läuft. Bam. Bam. Das wird langsam zäher, ne? Noch
Marker. Oh, warte mal, Stiefelchen. Ah, bringt uns nichts. Schade. Langsam könnte man wieder ein Legendary droppen hier. Ja, geht ja so nicht. Jetzt haben wir drei Legendaries ausgerüstet. Ist gar nicht so schlecht. Für Level 23 drei Legendaries, beziehungsweise vier hatten wir insgesamt gefunden. Ja, ist okay eigentlich. Also kann man nicht meckern. Alle fünf Level ein Legendary. Das heißt, in zwei Leveln sollten wir wieder eins finden. Im Idealfall. Rein statistisch gesehen. So, einmal zusammenziehen und drauf die Knülle. Bam, bam. Nice, nice. Und wir ein paar... Oh, nice. Sehr schön. Ein paar schöne Steinchen bekommen. Ich sag nochmal eine mit einem Hammer drauf. So, guck mal eine an. So, wir müssen uns hier mal Wut hochholen hier. Warte mal, habe ich vielleicht in der Passive noch was, was ich nutzen kann? Guck mal ganz kurz. Nee, immer noch nicht. Schade. Schade, schade. Nee, bringt uns nichts. Guck mal, guck dir mal unser Schwert an. Wie geil. Sieht fett aus, so schön. Muss man ganz klar sagen. So. Alle tot oder was? Was ist hier los? Da sind die ersten, okay. Oh, die Äxte, ne? Ohne Witz. Was sind das für pornöse Äxte hier? Das ist unglaublich. Zack. Komm. Zack. Richtig geil. Das macht wohl Spaß. Ich überlege gerade, es gab doch, der Gürtel war das, ne? Der neue Gürtel. Der überwältigend nochmal pusht. Den müssen wir kriegen, ey. Den müssen wir kriegen. Das wäre geil. Mit jedem getroffenen Gegner. Ja, wobei auf dem Level, ja gut, da triffst du meist nur 3-4 Gegner, ne? Ist das Ding schon gelutscht. Bäm. Warte mal, da unten. Brauchst du Hilfe? Ich helfe dir mal ganz kurz. So. Oh, ne, was? Eine Marodeurs-Axt. Geil, sieht cool aus. Marodeurs habe ich noch nie wahrgenommen. Gut, weiße Items, ne? Guckst du jetzt nicht mal nach. Das ist das Problem an der Sache. So, komm mal her. Nice. So, warte mal. Das ist eine Zweihand, aber schlechter als unsere. Das heißt, können wir liegen lassen. So, komm mal her. Ich muss unbedingt die vier... Ich muss die umlegen oder umbenennen. Irgendwie einen anderen Shortcut drauf wählen. Ich push die immer aus Versehen. Das ist so eine Verschwendung, wenn du die immer drückst. Die Wut kann man sich halt sparen, ne? Nee. Nee. Okay. Dreier-Stack übrigens mit überwältigen gerade. Schnell weiter rushen. Ich gehe unten lang. Warte mal, hier haben wir eine Truhe. Die nehmen wir noch mit. Ein Kopfschutz. So, ich helfe dir mal kurz. Bam. Bam. Laufen nach links weiter. Ich glaube, das ist so die richtige Richtung. Ohne Witz, es macht so Spaß. Ich fühle mich leicht OP, auch wenn es nur normal Schwierigkeitsstufe ist. Ah, da sieht man wirklich, wie viel man machen kann, wenn man ein bisschen auf die Zusammensetzung des Equips achtet und vor allem auf die Skills, die man nutzt. Da macht das wohl Sinn. Und ein Ring, ein Ring, ein Ring, ein Ring. Bringt uns sogar was. Nice. Nehmen wir mit. Ich sollte nur noch eins ändern, ey. Ich sollte irgendwie Ansturm mit reinnehmen. Wenn wir den schon haben, den Skill. Das ist ein netter Skill, muss man sagen. Man kann damit aus Gefahrensituationen raus. Und wenn man einfach durch die, was war das? Durch den Ring noch 53% mehr Zähigkeit bekommt, ne? Ist schon eine geile Sache. Und jetzt guckst, Zähigkeit 9000. Bäm, 19.000. Also einfach mal so verdoppelt, ne? Das ist schon eine krass. Das ist wirklich krass. Das sollte man nutzen. Dementsprechend sollte man eigentlich hier einen Skill rausnehmen, den ich jetzt drin habe. Boah, ich drücke immer aus Versehen Blutrauschen. Das ist so kacke, ey. Oh, nice! Legendary Level 23. Wir sind unterm Schnitt. Wir sind unterm Schnitt. Aber gucken wir mal. 46, wenn wir jetzt noch einen schönen Stein reinpacken, das könnte was bringen. Warte mal. Ach, ich muss zur Stadt. Ich muss das testen gleich. Ich muss das gleich testen. Das bringt alles nichts. Das könnte tatsächlich gut sein. Weil Sockel, roten Stein rein, ist schön. Weißt du? Aber warte mal. Dann müssen wir ganz kurz uns durchkloppen. Bauen noch ein bisschen Gold. Machen wir. Das müssen wir jetzt machen. Das bringt nichts. Wir können nicht warten. Das müssen wir jetzt machen. Sorry. Müssen wir jetzt machen. So, kurz zu der guten gehen. Den hätte ich gern. So, dann kann ich den noch weiter aufwerten? Alle. Das heißt, ich müsste die selbst aufwerten. Das ist zu teuer.
Wenn ich jetzt den Stein hier reinsetze. Ah, minus 26%. 24%, shit. 6% Schaden gegen Tiere, 72 Leben pro getöteten Gegner. Wenn wir aber jetzt noch eine schöne Zweihand reinnehmen, ich versuch's mal ganz kurz. Eine Axt, wir brauchen eine. Bleibt nur die. Oder der Streitkolben. Level 23, was fehlt dafür? Ein paar Metz. Die habe ich gerade nicht. Das heißt, ich bräuchte ein paar gelbe Items. Müssen wir noch warten. Ich lasse das erstmal drin, aber wir haben es auf jeden Fall im Inventar. Also, wir könnten es gleich nutzen, wenn es klappt. Weil das ist natürlich jetzt nur der Schaden, den die Waffe also einzeln macht. Ne? Wenn wir jetzt noch eine zweite Einhand dazu nehmen, könnte das schon wieder was bringen. Müssen wir gleich mal gucken. Was ist das für ein Schrein da hinten? Prock den mal. Verbindungsschrein, nice. Zieh rein den Scheiß. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Nice, nice, nice. Komm, lauf einfach weiter, lauf. Trennen und Legendary. Eine Zweihand, bitte. Ja, eine Zweihand. Nice. Nice, 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 nice. Komm, lauf, 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 lauf. Ja, nimm mit. Komm, komm, komm. Alle aufteilen, genau. Sehr schön. Ach, wie geil, wie geil, wie geil, wie geil. Ah, das ist das Beste. Der Schrein auf so einem Low-Level-Bereich, das rockt dir einfach die Bude, ey. Ohne Witz. Was hier passieren kann. Und Level up! Okay, weiter, weiter. Der Schrein ist gleich vorbei. Es hat sich gleich ausgeschrien. Und zwar genau jetzt. Okay. Nice, aber sehr gut. Hat sich richtig gelohnt. Ein Legendary rausgezogen. Also zwei Legendaries innerhalb von einem Level. So viel Glück muss man haben. Nice. Und 3,4% besser. Okay. Da räumen wir gleich noch einen schönen Sockel drauf, wenn es passt. Und dann hauen wir da noch den Stein rein, ey. Das ist so geil. Fette Sache. Lass mich kurz aufpassen. Ich ziehe mal ganz kurz ran. Hämmerchen rein. So, nice. Und wir haben den Guardian direkt hier. So muss das sein. Und dann hauen wir den einfach mal hier. Bam, bam, bam. Mitten ins Gesicht. Okay, hier ist er geplatzt. Kommt her, liebe Leute. So, ich clear nochmal ganz kurz. Weil Big ist mittlerweile auch schon Big, also Level 16. Das ist okay. Jetzt fehlen drei Blutsplitter fürs Gamble, ey. Fuck. So, EP-Schrein, sehr gut. Dann gehen wir jetzt zurück. Boah, Alter, ich versuche auf jeden Fall, hier einen Sockel drauf zu rollen. Ihr werdet um 4% eures verlorenen Lebensgehalt, wenn ihr einen untoten Gegner tötet, okay? Ist jetzt nicht der beste Affix, muss man sagen, aber ich glaube, das ist schon ganz nett. So, ich hätte gerne runter Angriffsgeschwindigkeit. 11.000, ist das dein Ernst? Ey, wie soll ich mir das denn jetzt herziehen? Fuck, und das Entsockeln von der scheiß Waffe kostet auch 5.000. Boah, das heißt, ich kann die nicht mal weitergeben. Ich bin so ein armes Würstchen, ey, ohne Witz. Okay, pass auf, ich hab einen Plan. Wir verkaufen einfach die Steine, die wir nicht brauchen. Ne, weil es gibt Steine, die nutzen wir nicht. Ich mach mal zu, ne, gibt natürlich hier auch noch ein bisschen Cash. Gab das Cash? Ich glaube schon, oder? So, hier haben wir einen Händler. Den gebe ich erstmal die Steine, die wir nicht brauchen. Das ist auf jeden Fall hier der Stein. Und wahrscheinlich auch der Stein hier. Bringt uns jetzt nicht so viel, aber ein bisschen, ne? Und das ist schon mal vielleicht sogar das, was wir brauchen. Dann haben wir zumindest 11.000. Boah, wir vergambeln jetzt alles, ohne Witz. Shit. Aber damit könnten wir uns richtig einen Boost verschaffen. Wir müssen es machen. Yes! Geil! Geil! Nice! Er passt schon! Direkt Erfolg bekommen. Sehr, sehr geile Sache. So. Jetzt fehlen mir 2.500 Gold. Dann können wir nämlich hier den Sockel rausnehmen und können die Waffe... Ist sie denn dann quasi wieder tradebar? Ich glaube schon, oder? Okay, komm, wir machen nochmal weiter direkt. Weil ich muss den Sockel hier rauskriegen. Den Stein, weißt du? Das ist jetzt das Problem an der Sache. Das ist das Problem. Warum ist der Account gebunden? Achso, weil ich den Revolt habe. Achso, ist ja der, den ich haben wollte, genau. Das heißt den. Okay. Ein bisschen Gold brauche ich. Dann nehme ich den Stein raus und dann kann jemand aus der Gruppe den nutzen. Weil schlecht war der nicht, muss man sagen. Auch wenn Stärke drauf ist. So. Muss ganz kurz gucken hier. Okay. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, gucken wir, ob wir das Gold zusammenkriegen. Ja, armen Schlucker.